Ja, wir sind erst Halbzeit, sind wir vorgeführt worden, sind überlaufen worden. Wir waren in allen Belangen, glaube ich, unterlegen. Mannheim hat uns einen Schneid abgekauft, hat guten Ball gespielt, hat 2-0 geführt. Wir haben Glück, oder wir müssen uns bei Miele bedanken, dass wir überhaupt noch im Spiel waren. Ich glaube, wenn es zur Pause 4-5-0 steht, dürfen wir uns nicht beschweren. Das war eine Katastrophe. Da müssen wir drüber reden. Und ich denke, dann in der zweiten Halbzeit war es umgekehrt. Wir waren sofort dann präsent. Die Einwechslungen haben uns gut getan. Wir haben dann auch früh lange Bälle gespielt, hatten eine andere Wucht, sind dann zu Chancen gekommen. Ich glaube, nach dem 2-1 habe ich selber noch den Pfostenschuss. Da könnte es vielleicht früher 2-2 stehen. Dann läuft das Spiel vielleicht anders. Aber klar ist, dass wir dann Risiko gehen mussten. Mannheim hat dann noch die Konterchancen, da auch wieder Miele uns im Spiel gehalten. Überragende Leistung von ihm. Und ich denke, dann aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns in den Punkten ein Stück weit verdient, auch wenn er trotzdem sehr, sehr glücklich ist.